Warum seid ihr noch hier? Wohin sollen wir Wildermark. sonst gehen? Alles besser als hier. So langsam verstehe ich, warum hier die Hesinde-Geweihten sind und dass sie tatsächlich sehr gebraucht werden. Wollt ihr etwas Brot kaufen? Nein, Ado meinte, hier werden Kinder gemalt. Deswegen wollten wir einmal nachschauen. Nein, von Kindern weiß ich nichts. Schon woher die Knochen kommen, ne? Die kaufen wir ein. Wie das Blut. Also hört mal zu, die Damen. Wie heißt sie eigentlich? Ich bin Waller und das ist Amenai. Sehr angenehm, Waller und Amenai. Ich habe hier etwas. Ich strecke der einen eine Holzgans entgegen, die ich auf meinen Reisen geschnitzt habe, und sage, das Beten an die Götter, vor allen Dingen das Beten an die Herrin Travia, schützt vor bösen Geistern. Nicht das Bemalen von irgendwelchen Mühlen, erst recht nicht mit Blut von einem Leichenkarren. Jawohl, mein Herr, alles, was ihr wollt. Nehmt dieses Talisman als Geschenk von mir und lasst ab von euren doch sehr schändlichen Taten, würde ich schon fast sagen. Jawohl. Ach, Die orangene Mutter ich behüte würde euch. sagen, Arbeit getan. Was meint ihr? Wir können weiterziehen. Ja, Einen lass uns Moment noch. weitergehen. Die sind ja komplett verrückt hier. Wir werden sofort weiterreisen. Wie viele Menschen leben auf diesem Hof? Nur wir zwei. Wir Weiter zu waren den. mal drei, aber nachdem er hat die ersten drei angezündet, wie ein Feuerteufel. Und dann haben wir ihn erschlagen. Er war wahnsinnig. Naja, vielleicht hat sich ja dann das Problem mit dem brennenden Mühlen gelöst. Und ihr müsst gar nicht mehr Blut auf die Mühle streichen. Oder er war besessen von einem Geist. Ja, aber jetzt ist er ja tot. Naja, aber nicht, dass noch eine andere von uns wahnsinnig wird und die andere Mühle anzündet. Das können wir ja nicht. Ja, wie sehen die eigentlich aus? Sind die unterernährt? Nee, würdest du nicht sagen. Zwar eine magere Gestalt, aber unterernährt nicht. Also, da fehlen ein paar Kilo, aber nicht viel. Ja gut, ich würde dann trotzdem zu denen vorreiten und denen dann noch 5 Silber in die Hand drücken. Danke, mein Herr. Schaut, dass euch hier ein bisschen besser geht und beherzigt das, was Travigor gesagt hat. Jawohl. Und kauft euch etwas Richtiges zu essen davon. Vielen Dank. Und wenn hier Hesinde-Geweihte vorbeischauen, dann erzählt ihnen genau das, was ihr uns erzählt habt. Sie können euch wahrscheinlich vielleicht sogar noch besser helfen als wir. Das ist eher ein Fall für die Neoniten. Ach ja, Ja, sind hier in scheint jüngster so. Zeit Gerüchte über Räuber aufgekommen? In den Bergen nördlich von hier sitzen welche. Aber das war Mit schon immer so. Schlangenwappen? Das weiß ich nicht. Wir haben die Rauchzeichen gesehen und einige, die von Norden aus gekommen sind. Aber wir selbst waren nicht dort. Wir gehen nicht dorthin, wo Rauchzeichen den Himmel verdunkeln. Sie lassen uns in Ruhe, weil wir die Häuser mit Blut bemalen. Haben Sie euch das so gesagt? Nein, wir haben mit ihm noch nicht geredet. Und dann lassen Sie euch jetzt in Ruhe, weil ihr dieses Talisman der Travia habt. Wenn Sie doch vorbeikommen, dann zeigt ihr ihnen das und im besten Fall ladet ihr sie zum Essen ein und nun, es wird ein Travia-gefälliger Abend der Zusammenkunft, da bin ich mir sicher. Jawohl. Die Mutter behüte euch. Die orangene Mutter. Viel Glück. So geil, ja. Auf Wiedersehen.
Ja, so könnt ihr euch von den Damen verabschieden. Ihr wisst nicht genau, was ihr von ihnen halten sollt. Vielleicht ein Kampf gegen Windmühlen, hier jeder Person helfen zu wollen. Aber ein Fall für den Neoniten auf alle Fälle. Ich denke, wir haben hier gute Arbeit geleistet. Ardo, ist das, sind die Leute überall hier überall so? Oh ja, meistens. Mal mehr, mal weniger. Ganz anders, als sich das bei uns angehört hat. Gut, dass euch das eingefallen ist, übrigens nach dieser Räuberbande zu fragen. Also das heißt, sie sind auf jeden Fall entweder auf der Reichsstraße oder im Norden zu finden. Wenn ich Räuber wäre, würde ich natürlich die Reichsstraße überfallen. Da kommen am meisten Leute durch. So gut, zieht ihr weiter. Am Ende des Tages, die Sonne neigt sich dem Himmel, könnt ihr Grenzrast erreichen, beziehungsweise ein kleines Schildchen, was davor liegt und ausweist, dass es noch 2 Meilen sind. Aber während ihr euch umseht und der Straße weiter folgen wollt, könnt ihr wohl auch mehrere große Gebüsche erkennen, Bäume und... Ihr achtet natürlich darauf, jetzt gerade, wo ihr auch an Grenzrast oder Grenzraft, ihr wisst nicht genau, wie das Örtchen jetzt wirklich heißt, vorbeigekommen seid oder hinwollt, das könnte die Stelle für den Überfall sein. Und wenn ihr an der Straße euch umseht, könnt ihr auch sehen, wie dort eine Leiche liegt. Da ist es. Aber tatsächlich, Ich würde mich mal umschauen. Bevor er dran geht. Vorsicht, nicht, dass der aufsteht. Spanne mal meine Armbrust. Stimmt schon. Orangar zieht mit einer Hand seinen anderthalb Händer aus der Scheide und geht dann ebenfalls voran. Und das Pferd wird auch am nächsten Baum festgemacht. Ja. Ja, tatsächlich sieht so aus, als ob hier ein kleines Waldstück angepflanzt worden ist. Sehr künstlich. Als ob dieser Ort der Tat hier nicht vor sehr langer Zeit stand, sondern neu angepflanzt wurde. Extra, um hier jemanden zu überfallen, vielleicht. Unnatürlich. Und dicht wachsen die Bäume bedrohlich an allen Seiten und könnt dann langsam und vorsichtig euch in Richtung der Kampfspuren begeben. Also von hinten kommt nichts. Wie sieht's vorne aus? Da liegt einer. Nur die Leiche bisher. Aber passt auf, die Bäume sind dicht an dicht. Ich werfe auch mal einen Blick auf die Bäume und lasse jemand anderen sich um die Leiche kümmern. Das ist eine gute Idee. Ja, ich gehe mit meinem Schwert in der Hand zur Leiche, halte das auch verteidigend vor mich. Sollte dieser Tote eine Bewegung machen, so kriegt er einen Schlag ab und bleibt so etwa einen Schritt vor der Leiche stehen, während ich meine Klinge über ihn halte, über sie halte. Der Tote trägt eine speckige Lederrüstung, ein Harnisch und der Rest seiner Kleidung ist wohl auch nicht in so einem guten Zustand. Hat wohl so einen typischen Räubersäbel, der aber schlecht gepflegt ist und Rost nagt da wohl auch bereits am Metall, ein paar Schaden. Und es gibt ein aufgesticktes Schlammwappen, was ihm sehr prominent auf der Brust angebracht ist. Er bewegt sich erstmal nicht. Ado, Ravigor, ist das das Wappen, was ihr meintet? Was ihr schon gesehen habt? Lasst einmal sehen. Ja, tatsächlich, so ähnlich war das doch. Was meint ihr, Ardo? Sieht ganz so aus. Also haben wir es mit dieser Schlangenbrut zu tun. Ja, war auch, ja. Es ist bloß die Frage, tatsächlich Schlangenbrut oder ist das das richtige Wappen? Ich werfe jetzt mal einen genaueren Blick drauf. Ist es eins von diesen, stümperhaften Wappen oder eins von den guten? Ja, ihr dürft gerne mal eine Heraldikprobe würfeln. Dafür ist es da. ja, Heraldik, ne? Ich nehme an, Feudalsystem Lehnsherrschaft als weltfremd zählt. Natürlich. Ich probiere es auch mal. Wunderschön. Ist das ein Wissenstalent? Ein Punkt. Ja, gut, habe ich nicht.
Kannst du mit der Klugheit, Klugheit plus 7, kannst du versuchen zu retten. Ja, das ist immerhin 2 Jahre her. Aber Ritter Travigo erkennt es. Nee. Für Ardo ist es einfach zu lange her und mit den örtlichen Baronien hast du dich nie wirklich drum gekümmert. Aber ja, Ritter Travigo, du erkennst es. Es hat einfach zu wenige Punkte und die Schlange ist sehr stümperhaft gezeichnet. Also, das ist wohl nicht das Schlangenfutterwappen. Also das Gekröse da ist bestimmt nicht das offizielle Wappen. Also das muss dieses Schlangenbrot sein, da bin ich mir sicher. Schlangen haben gar keine roten Augen. Wer hat sich denn das ausgedacht? Schlangen haben rote Augen. Nein, Schlangen haben keine roten Augen. Nun. Also ja. Es handelt sich hierbei um diese Banditen. Ronga, könnt ihr dann vielleicht sehen, ob es hier irgendwelche weiteren Spuren gibt, die ihr finden könnt? Ich werde mir den Rand dieses Waldes anschauen. Wenn die irgendwohin abgehauen sind, dann doch sicher durch diesen. Ich werde mir, wenn Ronga den Wald nimmt, nehme ich den Kampfplatz. Ich werde euch begleiten zum Wald. Der Wald ist komisch. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. So als wäre hier angesetzt worden, nur um Leute zu überfallen. Geht so etwas mit Magie, Kasim? Ja, nicht mit der Magie, die ich kann, aber durchaus. Ich möchte mir den, also so die Ausläufer des Waldes mal mit Pflanzenkunde angucken, ob da irgendwie Pflanzen, naja, pervertiert vermutlich so ein bisschen auf jeden Fall von der Region her, aber ob ich irgendwie das Alter einschätzen kann, wie lange es tatsächlich schon da ist. Oder ob es mit Magie gewachsen wurde. Also Ardo entdeckt auf alle Fälle eine ganze Menge an Spuren von ja, Kampfgetrappel, Blut, was gespritzt worden ist, abgebrochene Bolzen, abgebrochene Pfeile und andere rostige Schwerter. Du kannst auch erkennen, wo sie wohl gelegen haben im Busch, aber mehr ist wohl auch nicht drin. Darian, du erkennst, dass das Wappen wohl... Es ist aufgestickt worden. Normalerweise, also gerade bei deinem Wappenrock, weißt du, dass er extra für diesen Zweck hergestellt wird und das Wappen dann eben auch dafür eingesteckt ist und nicht aufgestickt, was dich auch so ein bisschen verwundert. Es ist auch sehr prominent, sehr groß und direkt in der Mitte, damit man es eben sehr direkt sieht. Das ist mehr so eine Art Aufsticker, sage ich jetzt mal. Ja, genau, ein Aufsticker. Genau. Kasim, du bist auch der Meinung, ja, der Wald, also es gibt hier so sanftes Hügelland, was dann direkt im Norden dann auch wohl beginnt, aber das sieht sehr neu, sehr künstlich aus und die Pflanzen, vielleicht ist das Elfenmagie, kennt sich mit den ganzen nicht aus, vielleicht auch ein paar Druiden, die hast du ja auch bei dir oben in deinen Bergen, aber die benutzen normalerweise andere Elemente. Das sieht fast nach Elfenmagie aus. Aber dafür wirkt es zu unnatürlich. Und unharmonisch vor allen Dingen. Die halten es ja eigentlich hoch mit Travia, obwohl ihnen das nicht so bewusst ist. Also ich glaube kaum, dass sie hier so einen Wald erschaffen würden, wo es doch leicht ist, hier Überfälle zu planen. Das würden sie vermutlich schon tun. Das Prinzip, das Konzept Überfall ist ihnen vermutlich fremd. Also ich gehe davon aus, dass und ich bin wohl der Götternächste hier bei aller Bescheidenheit. Ich denke nicht, dass es Leichenschändung ist, den einmal gründlich zu untersuchen. Vielleicht hatte er noch irgendwelche Schriftrollen bei sich. Oder würde jemand widersprechen? Mach ruhig. Also gut. Prinzipiell wäre es vermutlich eine gute Idee, alle Leichen, naja, nennen wir es mal, erdruckst ein bisschen, zu verbrennen, unschädlich zu machen. Stimmt, verbrennen sollten wir ihn auch. Ich denke nicht, dass wir Zeit haben, ein Grab auszuschaufeln. Verbrennen ist auffällig. Rauchsäule. Naja, so kleine rumliegen hier können wir ihn ja nicht. Wie sieht denn das aus? Auf der Reichsstraße. Sauber an den Gelenken auftrennen und in verschiedene Löcher vergraben. Der eine Nekromant kann die einzelnen Teile benutzen, aber sie hätten keinen Nutzen für ihn. Das scheint mir aber auch nicht gerade Baron gefällig.
Wenn Travigor sich jetzt an die Leiche ranmacht und sie ein bisschen genauer anschaut, werde ich meinen anderthalb Händer ziehen und mich über den Kopf der Leiche stellen mit dem Schwert im Anschlag, dass ich einfach nur zustechen muss, um den Kopf am Boden zu nageln. Wenn es wäre. Wenn er sich bewegen würde. Zur Sicherheit. Ja, Darian schaut sich ein bisschen weiter um und während sich Ardo vor allem für den Kampfplatz interessiert hat, kannst du wohl auch sehen, wie die Räuber geflohen sind und zwar wieder durch den Wald in Richtung Norden, in Richtung der Hügellande. Und das kann wohl auch Honga erkennen, aber Darian hat wohl noch einen weiteren Blick. Es ist zwar dunkel, die Sonne ist jetzt gerade am Untergehen, aber du kannst erkennen, dass es auch wohl demnächst anfängt zu regnen. Und wenn das Wasser fließt, können die Spuren sehr schnell verwischen. Ja, sehr gut. Das passt dann ja auch, dass ich gerade, während die darüber entschieden haben, wie man die Leiche schändet, nicht anwesend war. Ich gehe dann wieder zurück. Krieg dann wahrscheinlich die Situation gerade mit, wie er da die Leiche geköpft hat. Nee, ich stell mich nur darauf. Ach so. Ich köpfe sie nicht. Ah, ich warte nur darauf, dass sie sich bewegt und mich zuschauen kann. Finde ich denn irgendwas beim Untersuchen der Leiche? Also Durchsuchen der Leiche? Nein, also das Übliche, viele Fusseln in der Tasche, noch ein Seitendolch, der wohl nicht von guter Qualität ist und eine kleine Brottasche, ein Flachmann, der da wohl auch noch bei ist, also wenige Kupferstücke. Das ist halt das, was man als Räuber so erwarten würde. Keine Schriftstücke, kein Auftrag oder so etwas. Kann wahrscheinlich auch nicht lesen. Wird auch nicht zu tief kramen. Jetzt bestimmt nicht mehr. Ich habe eine Spur gefunden, die den Räubern gehört. Sie sind von hier geflohen. Sieht allerdings so aus, als ob es bis bald regnet. Wir sollten der Spur also sofort folgen. Leiche. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Dann haben wir es wirklich eilig. Wir legen sie einfach an die Seite und Travigor, könnt ihr einen kurzen Grabsegen oder ähnliches spielen? Selbstverständlich, ich werde mein Bestes geben. Ich bin zwar nicht geweiht, tatsächlich, man sollte es nicht glauben, aber nun, ein Segen sprechen, klar, das vermag ich schon. Ja, ihr seid ja trotzdem derjenige, der den Göttern am nächsten steht, von daher, es ist auf jeden Fall besser als nichts zu tun. Und dann sollten wir auch schleunigst der Spur folgen, nicht, dass sie verwischt. Also sind die da? Entschuldigt, Kasim? Während die da ihr Gebet machen, schaut Kasim sich mal aufmerksam in den Himmel um. Versucht ein bisschen das Wetter im Auge zu behalten, nachdem das so gesagt wurde. Ja, also es ist dunkel und du meinst, dass es in der Nacht regnen wird. Ich stell mich mal zu Kasim dazu. Kasim? Glaubt ihr, könnt vielleicht, wenn es notwendig wäre, am Wetter was machen? Ziemlich sicher. Das ist gut zu wissen. Dann helfe ich mal. So, sorry. Dauert nur ein Weilchen. Ist langwierig. Aber prinzipiell möglich. Das letzte Mal war schon ziemlich beeindruckend. Das war nur Nebel. Moment, wollen die den Typen jetzt ernsthaft vergraben? Wir haben doch, wenn es wirklich anfängt zu regnen. Nein, wir legen ihn einfach zur Seite und dann wird ein kurzes Gebet für ihn gesprochen und dann gehen wir los. Ach so, ja, gut, mach das. Dann. Ich werde mal was von meinem Seil nehmen und die Beine und Arme des Toten zusammenbinden. Ja, ich würde gerne mal eine Fesselnprobe. Sie ist erleichtert um 3, weil er sich nicht bewegt. Zumindest aktuell bewegt er sich nicht. Und das soll ja auch so bleiben. Sind es 4. Ja, du ziehst nochmal zu, so fest wie du kannst und bist der Meinung, das muss halten. Und so könnt ihr euch aufmachen. Den Spuren folgen, die der Adlige Darian von Falkenstein gefunden hat, die ins Hügelland führen. Und nachdem ihr ein Stück nach Norden gegangen seid, die Sonne zieht sich weiter und weiter zu, geht dann unter, könnt ihr in Richtung, es ist unglaublich schwer, die Spuren jetzt zu finden, aber sie führen wohl weiter dann auch wieder nach Osten an den Hügeln vorbei auf ein, das ist wohl ein Wehrgut, zumindest könnt ihr dort einen großen Hof mit Steingebäuden erkennen und wenig Licht, was darin phosphorisiert. Was, ist das eine Fackel? Zumindest gehen die Spuren, so wie ihr das in der Dunkelheit lesen könnt, wohl ganz grob darauf zu. Oder daran vorbei.
Herr Ado, wisst ihr, wo wir hier sind? Was ist das für ein Gut? Weiß ich, wo wir hier sind? Also, wo wir sind schon, aber kenne ich dieses Gut? Also, hier warst du selber noch nicht. Du kannst gerne mal eine Geografie würfeln. Ist aber schwer. Ich bin so gut drin. Könnt die anderen natürlich auch machen, aber... Sehr schwer. Würfel doch mal. Schauen wir mal, wie viele Punkte übrig da sind. Ist das ein Wissenstalent? Ja. Ja. Dass ich das nicht habe. Ja, wie gesagt, du hast dich nie um Geografie gekümmert, um Baronien, sowas wie staatliche Grenzen haben dich nicht interessiert, sowas wie die Natur war dir viel wichtiger, zumindest als Kind, als Junge. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus. Die anderen waren auch noch nicht hier, aber ihr habt irgendwann mal sicherlich eine Karte von der Baronie Binsböckel dann gesehen und das könnte dann gut zusammen mit dem Wegstein könnte das Schönblick sein. Seht ihr den Stein hier? Jetzt erinnere ich mich. Genau, Schönblick. So müsste das hier heißen. Ich weiß allerdings nicht, ob es noch von den, die hier eingesetzt wurden, tatsächlich besetzt ist. Oder von irgendwelchen Halunken. Naja, im schlimmsten Fall von unseren Räubern. Im besten Fall von unseren Räubern, dann hätten wir die nämlich gefunden. So kann man das natürlich auch sehen. Ist jemand von euch fähig darin, Sachen auszuspähen? Ich melde mich. Das war meine ursprüngliche Provision. Wärt ihr vielleicht so freundlich? Es ist ja auch schon relativ dunkel, herauszufinden, wer dort ist. Ob es sich um unsere Gegner handelt oder ob es ein ganz normaler Werwolf ist, an dem wir vielleicht sogar unterkommen können. Ich salutiere mal halb ernst gemeint und mache mich dann auf den Weg. Während Ado in der Dunkelheit verschwindet, können die anderen die ersten Tropfen auf ihrer Kleidung spüren und dann brechen die Wolken auf und verwischen die letzten Spuren. Hoffentlich sind die Räuber hier, sonst habt ihr versagt. Zumindest in den Augen der Sindekirche. Was tun die anderen derweil, während Ado in der Dunkelheit verschwindet? Also ich denke, wir sollten nicht allzu lange warten. Ich hoffe, Ado kommt bald wieder zurück und nun ja, es tut mir wirklich leid, dass ihr benässt werdet, werter Herr Darian. Ich denke, wir sollten so bald wie möglich dort einkehren und nun, sie werden schon ihre Gastfreundlichkeit anbieten, wer auch immer da ist, sodass ihr nicht nass werdet, Ohrherr. Wenn das die Räuber sind, vermutlich nicht. Es ist sehr nett von euch, dass ihr euch um mich so sehr sorgt, aber ich bin Schlimmeres gewöhnt tatsächlich. Wir sollten einfach kurz warten, bis Ado wieder hier ist und dann finden wir schon heraus, wer dort ist und wie wir weiter vorgehen. Also wenn ihr von eurem hohen Ross absteigt, könnte ich euch mein Schild über den Kopf halten. Das wird nicht nötig sein und selbst wenn, dann hätte ich ja auch noch mein eigenes Schild. Das kann ich euch auch über den Kopf halten. Man könnte fast meinen, dass an der Klamotte von Kasim das Wasser so leicht abperlt. Also sie ist bisher nicht durchnässt. Zumindest wird einer von uns ja nicht nass. Die Umgebung wird im Auge behalten, während Ado da könnten ja gerade von einem möglichen Banditenlager sein. Eine gefährliche Position. Herr Magier, das ist wirklich ein bemerkenswerter Zauber, den ihr da auf eurem Gewand gelegt habt. Wisst ihr, ich bin stolz auf meinen Mantel und es ist immer ein bisschen schade, wenn er nass wird und sich die Farbe dann auch noch ändert. Er bleicht aus, so wie das Gebiet, durch das wir gereist sind, es mal getan hat. Jedenfalls. Könnt ihr diese magische Aura auch auf andere Gegenstände übertragen? Ich würde da natürlich gut für zahlen. Nicht auf die Schnelle. Ach, bedauerlich.
Er nickt. Dauert ein paar Stunden. Und die Vorbereitung. Die haben wir vielleicht. Naja, gut. Aber ich habe nicht das Werkzeug für die korrekte Vorbereitung. Also ich hätte etwas Flickzeug, Nadel und Faden. Von was für ein Werkzeug sprecht ihr denn? Er schüttelt dann irgendwann leicht mit dem Kopf. Prinzipiell Nadel und Faden. Allerdings werde ich jetzt nicht die Kraft, die ich potenziell noch brauchen kann, dafür investieren. Ah, das verstehe ich natürlich. Vielleicht können wir später darauf zurückkommen. Es wäre doch eine Ehre für mich, eure Fähigkeiten anzunehmen. Er guckt so ein bisschen verständnislos. Denkt nach und schaut dann wieder in Richtung des Wehrguts und scheint dort effektiv wieder nach Ardo zu suchen mit den Blicken. Ja, der tritt jetzt auch langsam wieder aus den Schatten, aus der Dunkelheit heraus, weil er ein wenig durchnässt. Boah, was für ein Sauwetter. Das stimmt, da kommt. Habt ihr rausgefunden, was dort ist? Ja, gute Schlange. Und eine schlechte Schlange, die am Baum hängt.